Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ein bisschen spät, aber lieber spät als nie, zeige ich euch die dritte Phase des Ingame-Teasers. Leider im Ranked muss ich meinen Mitspieler im Stich lassen. Das wird sicherlich jetzt im Video nicht jeder feiern. Ich habe aber leider keine Zeit, auf die normale Rotation oder auf die normale Map-Rotation zu warten. Wie ich im zweiten Teaser schon erwähnt habe, wer das Video noch nicht gesehen hat, ich kann es gerne verlinken. An derselben Stelle in der Sortierfabrik ist dieses, ich sag immer noch, dass es ein Raketentriebwerk ist, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Gerne wieder die Diskussion, was denkt ihr, was das hier ist. Aber im zweiten Teaser hing dieses Raketentriebwerk noch an dem Kran. Und viele haben unter dem letzten Video kommentiert hier, vielleicht wird es auf einen Zug geladen und der Zug fährt irgendwo hin. Ich war da schon der Meinung, ich denke, dass der Zug das hier abgeladen hat und der Kran hat das abgehoben. So, dieses Triebwerk steht jetzt hier. Ich gehe mal noch davon aus, dass wir im nächsten Teaser, ich habe die Teaser-Daten jetzt leider gerade nicht zur Hand. Ich denke mal, dass ich das hier euch noch einblende, wann der vierte Teaser sein wird. Ich glaube, es war Mittwoch oder Donnerstag. Auf jeden Fall bin ich der festen Überzeugung, es ist ein Raketentriebwerk und der nächste Teaser wird wahrscheinlich auch wieder hier stattfinden. Ich gehe davon aus, dass sich hier ein Gerüst in den nächsten Teasern wiederfindet. Und hier vielleicht eine Raketenabschussbahn kommt. Keine Ahnung. Oder Abschussbasis. Irgend sowas denke ich. Wieder in die Kommentare gerne eure Meinung, was ihr denkt. Das Gerücht wird laut. Sorry für diesen komischen Cut jetzt. Also das Gerücht wird laut, dass uns Respawn tatsächlich vielleicht ein bisschen an der Nase herumführen will. Wie ich es im letzten Video, glaube ich, schon sagte. Die Geschichte um Forge Season 3. Alle wussten eigentlich, kommt Revenant, was ja tatsächlich der Fall war. Und dann hat kurz vor Start von Season 4 Respawn geteasert oder angekündigt, dass Forge die nächste Legende ist, um so ein bisschen die Dataminer zu ärgern, weil sie in den Quellcodes rumschnüffeln und so weiter. Und man geht jetzt tatsächlich davon aus, dass diese Hammond Robotics Schilder, die hier rund um den World's Edge jetzt verteilt wurden, uns weiß machen sollen, wir kriegen in Season 6 keine neue Map, sondern eine riesen Map-Änderung auf dem World's Edge. Ich möchte für mich, für meine Meinung nochmal betonen, dass das für mich zwar keinen Sinn macht, weil wozu hatten wir die Quests? Am Ende sehen wir Ash, wie sie sagt, Welcome to Olympus. Ich meine, für alle, die, ich sag mal, wenn man rein nur Apex gezockt hat und sich vielleicht mit Titanfall nicht auskennt, dann kann man mit dem Wort oder mit dem Ort Olympus oder dieser Tatsache, dass sie Welcome to Olympus sagt, erstmal gar nichts anfangen. Nur wenn du dich wirklich mit der Story und auch mit Titanfall so ein Stück weit vielleicht mit auskennst, dann kannst du mit dem Wort Olympus überhaupt was anfangen. Aber es ist ja bewusst ein Teaser von Respawn. Deswegen bin ich immer noch nicht so ganz sicher, warum sollte Respawn Olympus selber teasern mit Ash und dann kommt's nicht? Oder es kommt und uns und die wollen uns erstmal davon ablenken, Edge, es kommt doch keine dritte Map. Ich steige da noch nicht so ganz durch. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor nochmals auf eure Meinung gespannt, was ihr denkt. Bekommen wir Olympus oder wird es doch nur eine Änderung? Auch was die Gerüchte betrifft. Ich habe das mehrmals angesprochen, wahrscheinlich können es die meisten von euch nicht mehr hören. Corona hier, Homeoffice da bei Respawn. Ich kann das Ganze, gerade in den USA ist das Thema heftig. Es ist krass, was da los ist. Kann ich verstehen, dass wir vielleicht weniger gerade in Season 5 bekommen haben, als es uns lieb ist. Ich habe dafür vollstes Verständnis und ich denke, die meisten von euch auch, auch wenn ich mega Bock habe auf Content und endlich was Neues sehen will, auch über Neues berichten will und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses, dass das so eine Art Ruhe vor dem Sturm ist und wir in Season 6 was echt Fettes, Großes bekommen. Das ist meine insgeheime Hoffnung. Ich denke, eure auch. Natürlich wäre es eine mega Enttäuschung, wenn wir in Season 6 keine neue Map kriegen. Keine Frage. Und mir fällt gerade ein, ich habe übrigens hier nochmal den Einblender am Mittwoch. Quasi in 2 Tagen bekommen wir schon den nächsten Ingame-Teaser um 19 Uhr. Ich denke mal spätestens am 6. denke ich, werde ich mich mit dem nächsten Teaser zu Wort melden. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt, was ihr denkt, kommt Olympus, kommt vielleicht eine Map-Änderung, kommt vielleicht eine Map-Änderung auf dem World's Edge und Olympus. Das wäre doch viel, viel geiler. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lasst wie immer dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und ich werde mich auch, wie angekündigt, demnächst, beziehungsweise nicht demnächst, in den nächsten Tagen an meine oder an mein bestes Skin-Ranking für jede einzelne Legende setzen. So.
Jetzt habe ich es zusammen. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.